Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Viper Lineup Guide. Viele von euch haben sich einen neuen Part gewünscht, deswegen hier der zweite Teil. Drum lasst nicht lang schnacken und gleich rein da. Fracture. Hier auf Fracture auf der A-Side, ganz oben in der Ecke hinter der Wand, ist unser erster Default Plant und dort haben wir auch unseren ersten Spot. Dafür gehen wir, wie hier zu sehen, in diese Ecke, visieren denn mit Hilfe der kleinen Box, die sich über unserer Toxic Bar befindet, diese Linien an. Und dann schießen wir. Hier für den nächsten Spot, allerdings für denselben Default Plant, gehen wir in diese Ecke rein und visieren die Ecke da oben an. Dabei finde ich diesen Spot aber einfacher zu verteidigen und auch einfacher zu merken. Der nächste Default Plant befindet sich genau unter unserem vorigen Default Plant. Dafür ziehen wir einfach ein wenig runter und dann sieht das genauso aus. Hier nun wieder von der anderen Seite, dabei ist es hier wieder ein bisschen komplizierter als bei der eben gezeigten Variante. Deswegen sollte man sich vielleicht überlegen, welche Variante man wohl nimmt und von welcher Seite man als Viper angreift. Allerdings zielen wir jetzt hier mit unserer Toxic Bar rechts unten. Als nächstes habe ich zwei One-Way-Smokes für euch, die euch helfen, euren Spot zu verteidigen. Dabei geht ihr für diese One-Way-Smoke in diese Ecke hier hinein und zielt in diesen Bereich, den ich gerade anvisiere, und dann eure Kuh. Wie ihr hier seht, habt ihr den Vorteil, dass ihr die Füße der Gegner als erstes seht und sie wiederum euch aber sehr schlecht, nur wenn sie sich ducken bzw. darauf gefasst sind, was eher weniger passiert. Also perfekt für euch. Bei der zweiten One-Way gehen wir wieder genau in dieselbe Ecke wie eben. Dabei ziehen wir allerdings mit unserem Overlay. Ich finde diese One-Way-Smoke ein wenig besser und stärker in diesem Bereich. Aber das muss euch überlassen sein. Hier auf der B-Side für den Default Plant genau vor der Kiste, wenn man gerade gepusht kommt, habe ich noch einen sehr einfachen Spot für euch. Es gibt noch mehr Spots hier gerade auf der B-Side, die aber ein bisschen schwieriger sind, was denn, finde ich, keinen Sinn macht, das unnötig schwieriger zu machen. Und jetzt visieren wir wieder mit unserem Overlay an. Hier für den anderen Default Plant, wo sich die Bombe so ein bisschen versteckt hinter der Wand befindet, müssen wir auf diese Plattform springen und dann wieder mit unserem Overlay zielen. Dabei ist aber zu beachten, man ist sehr weit von der Bombe entfernt, braucht also Infos von seinen Teammates, weil man den Defuse nicht hört. Breeze. Den ersten Default Plant benutze ich sehr gerne intuitiv einfach, da er relativ gut geschützt ist, wenn einen die Teammates beschützen. Dafür geht man hier an diese Ecke ran und zielt wieder mit dem Overlay. Genau so. Für den nächsten Default Plant gehen wir in Richtung unseres Spawns wieder ein bisschen und dann hüpfen wir auf den Stein rauf und zielen dieses Blatt an. Hier auf der Map nur eigentlich leicht zu merkende Spots. Bei den nächsten Spots sind wir natürlich sehr offen, aber kann ja sein, dass wir aus irgendeinem Grund dort geplantet haben. Dafür gehen wir wie eben wieder auf denselben Stein rauf, genau in die Ecke rein und zielen aber an dieser Stelle neben einem Blatt und ein anderes natürlich.
Nun sind wir auf dem B-Spot angekommen und hier planten wir, wo eigentlich am meisten geplantet wird. So schräg in der Ecke, wenn man das sagen kann, bei dem Turm. Und dann gehen wir wieder Richtung Spawn. Auch hier wieder, wie ich vorhin schon meinte, ein sehr einfacher Spot. Selbe Stelle, selbe Welle, selbe Default Plant. Jetzt gehen wir aber in Richtung Mitte, dort vor den Wänden in der Ecke sozusagen auf den Kisten drauf und zielen dorthin mit unserem Overlay wieder mal. Aber auch relativ einfach. Ja, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst doch einen Kommentar vielleicht noch da, was ihr als nächstes sehen wollt. Ciao.